Der Erdhummel. Nach meiner Bestimmung der dunkle Erdhummel. Eine lange Zunge, hä? Ja, und er ist der größte Hummel und ich denke auch der häufigste. Bei uns? Ja, in Europa. Und er lebt im Boden, also er baut seine Nester im Boden? Ja, und manchmal, je nachdem, wie gut es ihm geht, kann die Kolonie bis zu 100 Arbeiterinnen haben. Das ist sehr viel. Hä? Oder sogar mehrere hundert, ja. Das ist sehr viel. Ja. Ich weiß noch, unser Schwager hatte einen im Rasen und dann hat er rundherum gemäht und das so büschelweise stand dann das Gras noch hoch wegen den Hummeln. Genau, ja. Ja, und hier unser nächster Schauspieler, den sehen wir relativ oft im Frühling. Genau. In der Säublume. Im Löwenzahn. Im Löwenzahn, genau. Sie sind sehr klein. Ich schätze jetzt mal so um die 3-4 mm. In etwa, ja. Also unsere Makrolinse kommt da immer wieder an die Grenze. Und wenn er groß ist, wird er eine gemeine Strauchschrecke. Und die Kleinen fressen einfach Blüten, ne? Sie fressen ja wie das Gleiche wie die großen Schrecken. Also die Erwachsenen fressen auch gerne. Sie sind Vegetarier, aber ich glaube, manchmal fressen sie auch andere Insekten, die Strauchschrecken. Und was wirklich speziell ist bei den Heuschrecken, sie machen keine Verpuppung. Sie schlüpfen aus dem Ei, dann ist es eine Larve und sie sehen eigentlich eben genauso aus, nicht ganz gleich, aber so ähnlich wie die erwachsene Heuschrecke. Also von der Form her und von der... Ja, und alle Anlagen sind vorhanden. Ja, die Fühler und alles ist da. Aber die Farbe ist natürlich schon massiv unterschiedlich. Kann unterschiedlich sein, ja. Ja. Und sie durchlaufen dann je nach Art 4 bis 6 Nymphenstadien. Das hier ist vielleicht das dritte Stadium oder so. So etwas, ja. Ja. Sehr lange Fühler. Ja, ich habe mich auch schon gefragt, sie müssten doch irgendwo Mineralien herbekommen. Wenn sie nur Blütenblätter fressen, dann haben sie doch zu wenig Mineralien, um den Chitinpanzer zu bauen, oder? Ja, das wäre möglich. Aber aus den, sie fressen auch Blätter. Die haben auch Mineralien. Ja, aber Gras. Wenig, oder? Also Calcium, Kalium, all das müssten sie ja eigentlich auch bekommen. Oder aus was besteht der Panzer? Chitin? Ja. Das weiß ich nicht. Das ist schon irgendetwas Organisches, aber ich denke, es braucht auch... Das müssen wir nachlesen. Ja. Und das ist schon fast eine erwachsene Strauchschrecke. Ja, fast erwachsen, ja. Einfach das letzte Stadium. Ja, die Flügel sind einfach noch nicht richtig ausgebildet. Aber eine schöne Aufnahme, das hat mir sehr gut gefallen hier im Gras. Ja, die Farben waren schön. Und er kann die Fühler einzeln nach vorne und hinten klappen.
Es sind schon große Schrecken. Wie groß? Das habe ich mir leider nicht notiert, weil Ah. die erwachsene Schrecke zeigen wir dann in einer anderen Folge. Wie sagt man, diese Gesichtsmusterung? Ich weiß nicht, was du meinst. Menschen haben das doch auch, oder? Naja. Sie ist auch noch nicht ganz erwachsen. Na, jetzt kommen wir. Zu einem Zum Grün. Grünspecht. Genau. Und es ist ein Weibchen. Das erkennt man. Die Barthaare beim Männchen sind schwarz. Er hat so ein rot. Er hat so einen roten Streifen. Ah, unten am Hals. Ja, wir haben ihn schon einmal gezeigt im Teil 12. Und dort ist auch ein Männchen dabei. Grünspechte, ja. Man nennt sie auch Erdspechte, oder? Erdspecht oder Grasspecht, weil sie sehr gerne am Boden herum Ja, sie tanzen. suchen nach Ameisen Nach natürlich im Ameisen. Boden, Ja, Ameisen, das werden wir nachher noch sehen, sind ihre Lieblingsspeise. ja. Und sie haben auch ein Revier, also sie fliegen ihr Revier fast täglich ab und suchen immer wieder diese Futterplätze auf. Ja. Und dieser hier hat auch immer wieder seinen Futterplatz bei uns aufgesucht. Ja, ganz regelmäßig, ja. Und bei uns in der Schweiz gibt es etwa 10.000 bis 17.000 Paare. Das ist ein großer Unterschied. Das ist wahrscheinlich schwierig zu zählen. Ja, das Problem ist auch, wenn es einen harten Winter gibt, also mit guter Schneedecke, dann finden sie zu wenig Futter. Dann reicht es ihnen nicht, die Maden oder was sie da sonst noch im Baum finden. Das genügt nicht und dann verhungern viele. Ja. Und dann kann es Nee. wieder ein, zwei Generationen dauern, bis sie sich erholt haben. Okay. Sie brüten normalerweise einmal im Jahr. Sie legen so 5 bis 8 Eier. Die Brutzeit ist so 14 bis 17 Tage. Und wenn sie geschlüpft sind, werden sie noch circa 27 Tage von beiden Elternteilen versorgt, gefüttert. Ja. Und hier sieht man seine Lieblingsspeise auf der Suche. Er bohrt sich mit dem Schnabel ein Loch in den Boden und sucht die Ameisen. Seine Zunge kann bis zu 10 cm lang werden und sie ist rau, so mit Hornhaut vorne und sie hat auch kleine Widerhaken. Ja. Hier sieht man auch sehr schön, er hat eine Raupe gefunden, eine Made von irgendwas und das verschmäht er natürlich nicht. Ja, sie fressen auch andere Insekten. Ja, soweit sie sie bekommen, aber Insekten, also Ameisen gehören Ja, schon zu ihrem. Leibspeise. Ja. Oder auch Früchte, sie fressen auch Früchte. Ja, Beerenfrüchte im Sommer, Herbst. Ein paar Vitamine. Ja. Sie leben hauptsächlich in Laubwäldern. Also ihre Nester bauen sie eigentlich fast in jedem Baum, den sie können, Ja. also behacken können. Harthölzer haben sie nicht so gerne. Das sieht man oft, wenn sie einen Baum anhacken, anpicken und dann hören sie mittendrin auf, weil er ist einfach zu hart. Okay. Und ja, fertig. Ja gut, das wär's. Bis später. Bis dann.